So, herzlich willkommen zurück zur, ja, ich weiß gar nicht, vierten, dritten Folge von was auch immer das Let's Play heißen wird. Ja. Es sind jetzt, wie gesagt, sowieso alles immer nur so temporäre Aufnahmen mit so ein paar Folgen immer. Bis ich irgendwann mal Glasfaser habe und es dann wieder mit den klassischen, richtigen Let's Plays weitergeht. Also mit dem Creative Server Let's Play oder dem Vanilla Let's Play oder was auch immer. Wobei ich die ganzen Let's Plays dann sowieso neu starten werde. Halt, also ich würde dann bei Creative Server Let's Play dann Staffel 2 oder bei dem Vanilla Let's Play Staffel 2 oder sowas. Ne? So, perfekt. Ja. Genau. Meine Kamera mit ihren 10 Bildern pro Sekunde. Ist ja schlimm, ey. Billigkamera. Egal. Für Facecam reicht es vollkommen aus. Ja. Was wollte ich sagen? Am besten gar nichts. So, legen wir mal los, ja? Ja, let's go. Ja. Das sieht gut aus. Mir ist auch aufgefallen, das mit dem Audio. So wie ich das Mikrofon jetzt hier so ein bisschen so. Und mit dem Filter und alles klingt erstaunlich geil. Muss man einfach mal so sagen. Jo, gut. Wir machen mal rein in die heute. So ungefähr. Und dann geht's los. Wir haben Stein im Ofen. Auch hier. Mal gucken, ob es reicht. Wenn nicht, mache ich mal direkt noch ein bisschen rein. Ach, ich mache erstmal doch einfach alles reinklatschen. Boah, Alter, das ist das Einzige, was ich sagen muss, was ich bei diesen neuen Sounds scheiße finde. Ah, diese komischen Wassergeräusche dabei. Das passt irgendwie überhaupt nicht. Ich meine, warum sollte sich der Ofen immer wieder runterkühlen? Das macht nicht wirklich Sinn. So, jetzt können wir nämlich hier eine schöne Fackel hinsetzen. Und schon ist das Ganze etwas besser beleuchtet. Ist doch geil. So, wir brauchen Cleanstone, um hier Ebene einzufügen. Und die Ebene wird bis hier breit sein. Dann haben wir quasi fünf Felder für den Keller, also fünf Felder in die Breite für die Kelleretage. Hier kommt dann so eine Wand hin, da kommt eine Wand hin, wobei ich gucken muss, aus welchem Material ich die Wand baue. Scheiße, ein Stein zu wenig. Mache er hin, ne? Tot. Beziehungsweise hier kommt ja die Eingangstür rein, das heißt, hier machen wir auch noch mal ein Feld rein. So. Und jetzt müssen wir mal gucken. Die Wand würde ich gerne schon aus Bricks machen, ne? Da brickst du dir einen ab. Da brauchen wir, wie war denn das? 4x4, ne? Ja. So, da brauchen wir 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 18. Dann nochmal 18. Und dann hier vorne für die Front 9, 9. Also 3 mal 18. Holy shit. Gib mal her. So. So, wenn ich mich verrechnet habe, brauchen wir noch 15 Steine. Können wir schon mal die drei rausklatschen? Dann passt es perfekt. Da haben wir noch mal drei Steine Reserve, falls wir uns mal eine Spitzhacke bauen müssen. Weiß man ja nicht. Hä? Warte mal ganz kurz. Ich bin nicht so, oder haben wir auf beim Bild schon das gleiche Bild hier? Ah, okay, wow. Ich dachte gerade, wir haben auf beiden Bildschirmen jetzt das gleiche Hintergrundbild, aber es sieht nur sehr ähnlich aus. Aber wenn man mal hier vergleicht. Was? Ich kann es nicht minimieren? Warum nicht? Du Hurensohn. Ah, ja, weil das Bild.
Und auf dem anderen Bildschirm habe ich das Bild. Sieht optisch schon erstaunlich gleich aus. Ha? Deswegen dachte ich erst auf beides gleiche, aber schöne Hintergrundbilder, muss man ja mal sagen, ne? Schöne Hintergrundbilder. Nice. Ah ja. Irgendwann mal, die mache ich mir mal die Mühe und mache mal einen richtigen Ordner, wirklich mit Bildern, die wirklich perfekt als Hintergrundbilder gedacht oder geeignet sind. Und da würden dann die beide wahrscheinlich direkt mit reinkommen. Weil die sind schon geil. Jetzt habe ich hier den Terminal geschlossen. Ich bin ja ein Genie. Ein Genie bin ich. Lalalala. So. Genau. So, Kohle, Steine haben wir. Dann können wir jetzt hier die Wände machen. Ich hoffe mal, 54 klappt auch, weil wir brauchen ja eine durch 4 teilbare Zahl. Und es klappt natürlich nicht. Ach, fick die Henne. Okay, müssen wir noch ein bisschen Stein abbauen. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr runter. Doch, hier kommen wir runter. Okay, ihr kommt erstmal weg hier. Ich brauche erstmal einen Abgang. Wir müssen erstmal gucken, bis wohin, wo wir hier den Abgang machen. Damit wir von der oberen Etage runterkommen. Ich würde das Ganze erstmal per Leitern machen. Oder machen wir eine Treppe? Leitern oder Treppe? Das ist die Frage. Eigentlich wäre, ne, Problem ist halt, die Treppe verbraucht immer so extrem viel Platz direkt am Anfang. Und ich meine, so viel Grundfläche hat das Haus ja nicht. Ich würde aber trotzdem sagen, wir machen eine Treppe. Das heißt, die Dinger hier kommen weg. So ungefähr. Jetzt verhaue ich den Satz hier mit dem Stock. Easy. So, machen wir mal ganz kurz gucken hier. Kommen wir hier so, wenn ich jetzt hier so. Ja, doch, das dürfte passen. Scheiße. Ach, Kacke. Ja, ich habe ja vergessen. Ah, siehst du, schon wird es nämlich zu eng. Wir müssen ja zwei weiter hier zurück, weil die letzten beiden können ja gar nicht mehr zum Keller. Ach, Kacke. Ah, und schon wird es eng. Schon wird es scheiße eng. Das heißt, ich muss die Treppe nach vorne offen lassen. Oder wir machen eine Ecke, eine Treppe, die so ein bisschen um die Kurve geht. Das können wir natürlich auch machen. So eine Ecktreppe, wisst ihr? Ist zumindest immer so stiltechnisch ein cooles Element, was man machen kann. Dann machen wir am besten. Nee. Das, wenn ich jetzt hier wegmache, komme ich dann hier. Hier geht eine Treppe runter, hier eine Treppe runter, dann geht hier und hier eine. Das heißt, das würde nicht gehen, sondern die müsste dann hier lang gehen. Okay. Da kommt auf jeden Fall erstmal wieder Erde hin. Oh, wir haben Goldtaler. Nice. So ungefähr. Wobei kommt ja später denn Stein rein. Wir brauchen erstmal ein paar Treppen. Ja, wo denn jetzt? Ach, da. Ah, 16 sollten jetzt mal reichen. Können wir später nochmal neu bauen, welche, wenn wir welche brauchen. So, hier kommt erstmal nur eine einzige Treppe hin. Weil der Rest ist dann ja Stein. Aber die anderen Treppen brauchen wir später dann für die oberen Etagen. Hätte ich jetzt eigentlich noch gar nicht machen brauchen, aber auch egal. Ah, the fuck. Wir brauchen mehr Steine.
Test. Genau, hier machen wir auf. Kommen wir hier relativ gut in die erste Etage rein. Ist doch geil. Das heißt, hier die ganze Erde muss auch noch weg. Schippe. Schippe. Sch nee, Schippe, Schippe. Schalala. Das heißt, der Keller geht tatsächlich 1, 2, 3, 4 noch rein. Mal hier noch eine Fackel hin. Hallo? I. Danke. Nein. Immer diese billigen IKEA-Schippen. Dort hält's dem Kopf nicht aus. So. Ich lasse da noch mal, sonst kommen wir hier nicht mehr hoch. Ja, das ist natürlich super intelligent. Scheiß die Wand an! Scheiß die Wand an! Fuck you. Kommst du auch erstmal rein? Weg damit. Haben wir die Fläche umsonst gebaut. Danke dafür. Was jetzt? So, genau. Nein, wir brauchen erstmal Treppen hier. Wir brauchen. Ha. Okay, doch, die Treppe machen wir aus Clean Stone. Da brauchen wir jetzt nur 8, sollten fast reichen. So, dann brauchen wir doch nochmal die Holztreppe. Können wir die nämlich hier gleich verpflanzen. So ungefähr. Das heißt, du kommst nach da. Du kommst nach da, nach da. Dann kommt hier einmal Cleanstone hin. Und dann kommt jetzt hier noch eine Treppe hin. Und dann sind wir direkt auf dem richtigen Niveau. Perfekt. Das ist geil, das ist korrekt. Das genau so soll das sein. Sehr schön. So, hier machen wir dann auch noch einen Clean Stone hin. Und hier machen wir eine falschrumme Treppe hin. Ja, doch, doch. Doch, das sieht edel aus. Oder auch nicht. Wenn wir jetzt hier noch eine hinklatschen, dann sieht das dann noch gut aus. Nee, der sieht fast ein bisschen zu dünner aus. Haben wir keine Schippe mehr hier oder was? Ach, scheiß die Wand an. So, die hier weg. Da mache ich lieber noch so ein, noch sowas hier hin, so, damit das Ganze ein bisschen dicker aussieht, damit ich mich auch wiedererkenne. So, ungefähr so, ungefähr so. Und jetzt wird es problematisch, dann da unten kommen wir nicht hin. Scheiß jemand an. Das wird jetzt nie im Leben klappen. Das wird nie im Leben klappen. Oh Gott, das wird nie im Leben klappen. Scheiß hier. Ach nee. Ich krieg doch. Von hier aus könnte ich den Winkel. Ja! Weil das Problem ist, wenn ich jetzt so stehe, komme ich nur 45 Grad ran. Das würde nicht ausreichen. Wobei, wenn ich jetzt so geklickt hätte ich es. Weil, sobald ich etwas zu weit in die Richtung gucke, würde er die Treppe andersrum hinbauen. Und dann müsste ich mir erstmal einen Schraubendreher bauen, damit ich die Dinger dann zurückrotieren kann. Aber so hat es geklappt. Nice. Finde ich voll korrekt. So, der Sandblock, der könnte sogar fast bleiben, weil da kommt jetzt später dann anderes Material hin. Wobei, nur eigentlich gar nicht. Nö, es kann voll so bleiben, wie es ist. Das Einzige, wobei, wir sollten hier vielleicht noch eine Art Stützpfeiler hinbauen. Macht das Sinn, hier noch so einen Stützpfeiler hinzubauen?
Ich meine, so groß ist das, ist der Übersprung hier nicht. Also, ich meine, ist ja hier kein Papier, ist ja auch Holz. Und das bisschen Gewicht, was man hier auf der Ecke hat, das kriegt das Holz schon locker getragen. Ich meine, das Holz ist 1 Meter dick. Ja, auf dem Holz, was hier ist, ja, hier könnte ein fucking Flugzeug landen. So, das heißt, genau. Das Zeug hier kommt ausgekleidet. Perfekt. Jetzt brauchen wir hier bloß noch die Wände aus Bricks. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir die Leiter, die nächste Leiter hier weiter in den Keller bauen. Wobei, wir machen mal in den ersten Keller machen wir eine richtige Treppe. Und in die weiteren Etagen nach unten machen wir dann aber eine Leiter. Leitern. Brauchen wir aber Holz für. Stöcker. Wir machen mal. Ja, hier. Her damit, her damit, her damit. 7, 7 da. Dann kommst du nach da. Und 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 du nach da. Wait a minute. Wait. Oh, Scheiße, die Wand dann. Ich habe die Treppe falsch gebaut. Die Treppe hätte noch eins in die Richtung gemusst. Ach, fick die Kacke. Dann müssen wir die doch etwas früher abbiegen lassen. Das wird nie im Leben klappen. Das gibt eine Katastrophe. Dann muss sie doch hier schon abbiegen. Aber dann passt es hier mit dem Holz nicht mehr. Dann müsste ich doch so hier machen. Ach, holy shit. Weil auf die Ebene kommt ja die Wand, ne? Da ist ja dann hier die Wand, die Wand, ne? So ungefähr. Weißt du was? Ich mach mal dich hier ab. Und da kommt eine Treppe hin. Und zwar eine Fallstromtreppe. Sowas hier. Alter, ich habe hier so viel gerumpelt schon wieder mit mir im Inventar. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Weg mit dir. Weg. Weg. Weg, 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 weg. Ah ne, dich brauchen wir. So. Sieht das so noch in den Ke ja, doch, viel. Es geht. So, kann ich dich jetzt hier so ranklatschen? Natürlich nicht. Hä? Ups, echt doch. Ich habe nur den falschen Block ausgewählt. Ich brauche die Treppe. Geht das? Ja, es geht. Sehr schön. Es ist hier natürlich wieder alles komplett verdreht. Das ist natürlich. Ja, nee, denn. Nee, nee. Dann lassen wir es doch so hier. Scheiß was drauf. Scheiß auch der Hund drauf. Hier ist auch nicht ganz, aber das ist nicht so schlimm. Ja, easy. Weil hier muss ja, wie gesagt, die Wand rein. Ist mir jetzt gerade aufgefallen, als ich hier gerade die Leiter anbringen wollte, dass hier die Leiter ja gar nicht hinkommt. Sondern die kommt ja eins vor. So, jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen hier Bricks. Ja, immer gib ihm. So ungefähr. Und so und so. Die Frage ist, ich mache die Leiter am besten hier auf die Höhe. Das heißt, die Leiter kommt da und dahin und hier kommt dann ein Loch rein. Hat auch hier noch genug Platz, um hier von der Leiter wegzukommen. Ist doch easy. So. Ups, die Wups. Dumm, dumm, dumm. Wobei hier unten brauche ich keine Dingsabums. Nee. Hier können wir normalen Stein benutzen. Hier ist sowieso noch Abbaustelle. Also sowas hier. Und schon ist der Cleanstone, der Cobblestone weg. Wir brauchen mehr Stone. Eigentlich haben wir jetzt hier eine Leiter. Das heißt, wir können jetzt hier abbauen, wie wir fröhlich sind. Und kommen immer wieder hoch. Das ist doch gar nicht mal so schlecht.
da ist die Leiter. Die Spitzhacke auch schon kaputt. Stöcker. Wir machen gleich mal hier so zwei, drei. So. Nein. Nur von Idioten umgeben hier. So. Ach. Egal. Hä? Oh. So, hier. Geht auch. Oh, schon sind die ganzen Cobblestones wieder weg. Oh mein Gott, das geht aber schnell. So, so, so und so und so. Perfekt. Nicey-dicey. So, hier kommt so, dann kommt das so und genau. Perfekt. Oh nein, oh mein Gott, wir sind da verhungern. Ah, Apfel, Äpfel, haben wir Äpfel. Oh wow, wir haben zwei Äpfel. Wir brauchen mehr Äpfel. Lasset uns suchen, der Äpfel. Der Äpfel sind gut. Los, haben wir wieder zwei Äpfel reich für die nächsten 3 Stunden. Komm her, kommst du her? Du kleiner Apfel, du. Autsch. Ja, klar, Ronny. Bring mich mal noch mehr um. Ich komme gar nicht ran. Halalala. Äpfel, Äpfel, wir brauchen Äpfel, Äpfel. Was ist das hier? Ist das Kunst oder kann das weg? Das sieht scheiße aus, also kann es weg. Dankeschön. Direkt hier ein bisschen Holz bekommen. Easy. So, hier. Das hat nicht mal gereicht, um einmal unsere Magen zu füllen. Das ist deprimierend. Wir brauchen hart mehr Äpfel. Wir könnten uns natürlich auch anfangen, mal so ein Feld zu bauen. Ja. Wir haben ja schon so ein paar Getreidesorten mittlerweile, obwohl wir ja Gras abgebaut haben. Oder wir snacken einfach ein paar Zwiebeln weg. Davon haben wir auch massig. Wir haben also gewisse Alternativen. Von den Zwiebeln haben wir, glaube ich, mittlerweile fast 30 Stück, oder? Ja, müsste. Aber da haben wir mehr als genug. So. Genau. Hier waren wir und wir haben. Ah, doch, zwei haben wir noch. So, dann kommt hier dann so unsere Tür rein. Und dann ist hier perfekte. Ah, hat man hier vorne so schön. Ja, vielleicht sollte man hier noch eine Ebene oder das hier eine Ebene zurück machen, dass das Holz hier noch eins übersteht. Macht das Sinn? Ist das geil? Ich glaube ja. Wir haben zu wenig Holz. Dann haben wir hier oben auch ein bisschen mehr Grundfläche. So. Das dürfte dann von der Optik her besser aussehen. Lass mich rauf. Danke. Du Arsch. Du Arsch. So, müssen ein paar Blätter von dem Baum da weg. Ist aber kein Problem. So. Ja, das sieht besser aus. Sieht definitiv besser aus. So, sehr schön. Ist und genau so habe ich mir das vorgestellt, dass man quasi hier halt in den Keller reinkommt. Dass das Haus quasi erhöht ist. Ne? So habe ich mir das gedacht. Und es sieht tatsächlich genauso geil aus, wie ich mir gedacht habe. Ich sollte öfters mal denken, gell? Aber wir brauchen halt hart mehr Cobblestone. Also allgemein Stone. Und hart mehr Licht. Licht. Licht.
Eigentlich könnten wir hier die unteren Räume so groß machen, wie wir wollen, von der Breite her, aber ich würde es vielleicht doch erstmal von der Größe her so lassen wie die oberen Etagen auch. Das heißt so 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Passt. 1, 2, da haben wir also noch 3 in die Länge, in die Tiefe. Oh, und wir haben wieder Kohle. Sehr geil. So. So, die Frage ist, wie viel haben wir nach vorne? 1, 2, 3, 4 nur. Oh. 1, 2, 3. Oh. Aber da vorne ja schon zu viel. Da haben wir die Leiter ja hier wirklich fast mittig angebracht. Ganz mittig geht nicht, weil wir eine gerade Anzahl an Blöcken in der Länge haben. Ne? Da müssen wir zwei Leitern bauen, um die mittig zu machen. Aber wir haben sie zumindest fast mittig. Soweit wie halt geht. So, und in die Länge haben wir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 3, 4, 5. Genau. Genau. Da haben wir schon zu viel abgebaut, ne? 1, 2, 3, 4, 5, da haben wir schon zu viel abgebaut. So, die Fackel stirbt gleich. Oh, meine Axt auch. Wir brauchen eine neue Fackel. Den nehmen wir die immer mit und packen die mal dahin. So, Dankeschön. Wir könnten natürlich auch. Das ist richtig. Von fünf Feldern, ne? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Wir könnten natürlich auch 1, 2, 3, 4, 5. Wir können natürlich hier auch die Wände rausnehmen und die Wände auch mit Cobblestone verkleiden. Dann könnte man die Räume später noch für andere Sachen verwenden, tatsächlich. Dann ist das hier keine reine Abbaustelle, sondern tatsächlich auch irgendein. Könnten wir hier Nutzräume reinmachen? Weiß nicht. Lagerplatz für Kisten oder was auch immer. Was uns gerade so einfällt. Ich glaube, das ist gar keine so dumme Idee. Kommt hier ernsthaft Sand? Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ah ja. Wir kommen also hier tatsächlich schon in das Gebiet, wo, also ich sag mal so, auch hier gibt es zumindest schon mal Kohle, das ist schon mal bewiesen. Aber ich meine, wir haben jetzt hier gerade mal zweimal Kohle bekommen von einem riesen Mann Mount of Cobblestone. Das Verhältnis ist also noch nicht so überzeugend. Wir kriegen zu wenig Kohle auf zu viel Steine. Und da ist auch die nächste Spitzhacke weg. So. Aha, da haben wir hier schon mal die erste oder das erste Untergeschoss des Kellers schon mal ausgebaut. Da müssen wir mal gucken. Ich würde mal sagen, lassen wir den Keller, also die Etage tatsächlich sogar relativ frei. Und die Kisten und sowas alles machen wir dann immer erst in die Etagen hier. Also ab, ab, ich meine Schnauze halten hier.
We need more Fleisch. Haben wir Fleisch? Haben wir Schwert dabei? Ja, haben wir. Wo bist du? Komm raus, zeig dich. Ich werde dich finden. Oder auch nicht. Also, wenn ich dich finde, werde ich dich finden. Und wenn nicht, dann nicht. Dann, nö, eher nicht so. Okay. Ist ja in Ordnung. So, eins. Achso, ja, siehst du? 1, 2, 3, 4, 5 haben wir in die Richtung. 1, 2, 3, 4 in die. Und dann nochmal 1, 2, 3, 4 in die Richtung. Das ist relativ simpel. Weil, jetzt muss man kurz gucken hier. Dann ziehen wir hier nämlich doch einen Boden rein. Auch direkt auch aus Koppel. 1, 2, 3, 4. Okay, also mit den hier vier. So. 1, 2, scheiß die Wand an. 4. Wo ist die Fackel? Wo ist die Fackel? Da ist die Fackel. Fackel. 4. 4. So. Und hier haben wir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wir brauchen mehr Fackeln. So. Pack die mal hier direkt in die Ecken. Müsste ich noch eine Fackel haben? Habe ich oben noch eine? Ja. Du kommst mal nach da. So, oh, schön, dass hier alles ausgeleuchtet. Sehr schön. Genau. Das heißt, da. Holy shit. Oh, doch, sieht doch gar nicht mal so schlecht aus hier. Gut, ich mache einfach mal ganz kurz die Folgenpause. Bis dann.